Susanna Ohlen hatte während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 mit einem Eklat von sich reden gemacht. Die TV-Reporterin hatte sich vor einem Dreh mit Dreck eingerieben und den Zuschauern so vorgegaukelt, bei den Aufräumarbeiten geholfen zu haben. Wenige Monate später überraschte sie ihre Fans dann aber mit ihrer süßen Schwangerschaftsverkündung. Und jetzt folgen die nächsten tollen Neuigkeiten. Susanna ist erstmals Mutter geworden. Auf ihrem Instagram-Profil machte Susanna jetzt mit einer Reihe niedlicher Fotos die Ankunft ihres kleinen Schatzes publik. Eine völlig neue Dimension der vollkommenen, reinen Liebe, des absoluten Glücks und der unendlichen Dankbarkeit, die das Herz platzen lassen, schrieb die frischgebackene Mutter und verriet sogleich den Namen ihrer kleinen Tochter, oder auch einfach, Ruby Iva Marie Ohlen. Sie sei so froh, endlich zu dritt zu sein und genieße im Moment jede Sekunde. Natürlich waren bei diesen Neuigkeiten nicht nur Susannas Fans total hin und weg, auch zahlreiche Promis richteten im Netz ihre Glückwünsche aus. Wie wundervoll! Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen, gratulierte beispielsweise die Schauspielerin Valentina Pade, 27. Und auch die Moderatorin Frauke Ludowig, 58, hinterließ eine Nachricht, sie schrieb, wie schön.